bei der Mädchen-WG. Überall steht Milch rum. Irgendwer bei der Produktion von der Jungs- und Mädchen-WG steht enorm auf Milch, habe ich das Gefühl. Okay, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video von der Jungs-WG in Amsterdam Folge 2. Hier oben könnt ihr euch die erste Folge von der Jungs-WG in Amsterdam angucken und dann gibt's auch nicht mehr zu sagen und ich würde sagen, oh Mann. Wir fangen an mit der ersten Szene Jungs-WG in Amsterdam Folge 2. Tut mir leid, Leute, ich habe euch die letzte Folge anscheinend irgendwie mit einem Cliffhanger alleine gelassen und nicht gesagt, was Ruben denn jetzt eigentlich hat. In meinem Kopf war das so klar und logisch, weil ich das ja auch angeschaut habe, aber ich habe nicht daran gedacht, dass es ja auch Menschen gibt, die nur meine Videos angucken. Die ganze Folge ist übrigens in der Videobeschreibung verlinkt. Ruben hatte Bauchweh und Halsschmerzen. Also er hat einfach nur irgendwas. Deswegen passiert heute auch noch nicht so viel. Die Jungs planen jetzt, ohne Ruben, mit dem Boot in die nächste Stadt zu fahren, um einkaufen zu gehen. Also die Idee, mit dem Boot in die Stadt zu fahren, ist einfach wahnsinnig, weil wir haben hier auch so perfekt so einen Fluss oder was es auch immer ist. Und da können wir uns einfach ins Boot reinsetzen und einfach einkaufen fahren. Und das ist einfach super geil. Nein, oh, das ist ja super praktisch, dass wenn ihr ein Boot habt, auch noch direkt eine Gelegenheit habt, das Boot zu benutzen. Richtig cool. Folge 2 und jetzt bin ich dann doch tatsächlich ein bisschen neidisch. Aber die wichtigste Frage natürlich jetzt erstmal, wie geht es Ruben? Wie geht's dir so? Hast du gut geschlafen? Das hat mich ein bisschen gefetzt, glaube ich. Ich muss mich ein bisschen ausruhen erstmal so, falls ich die nächsten Tage noch irgendwie was Aktives mitmachen will, dann wäre das ein bisschen blöd, wenn ich auch zu Hause bleiben muss. Ich habe da ja eine andere Theorie. Der ist einfach nur noch verkatert. Der hat eine dicke Abschiedsfeier zu Hause gemacht, weil er jetzt seit 4 Wochen lang in Amsterdam chillt. Sein Immunsystem dadurch am nächsten Tag komplett geschrottet und dann auf dem Weg nach Amsterdam ist er krank geworden. Jetzt denkt ihr euch, Annika, wie kommst du denn jetzt da drauf? Naja, ich wollte mir einfach nur eine Geschichte zu dem Knutschfleck ausdenken. Gut, okay, vielleicht hat er sich aber auch einfach nur gestoßen. Kenn ich. Habe ich auch mal ein ganzes Video drüber gemacht. Weil Leute auch fälschlicherweise dachten, dass ich einen Knutschfleck habe am Hals. Peinlich. Gesundheit, Annika. Hand vom Mund halten ist nicht, vor allem nicht in Corona-Zeiten. Jetzt aber auch voll süß von den anderen Jungs. Die googeln jetzt nämlich ein bisschen rum, was könnte man gegen Halsschmerzen machen als mit Hausmitteln. Ja, hier, das Googeln mit Salzwasser kann als Hausmittel ebenfalls dabei helfen, Halsschmerzen zu lindern. Gott, würde ich das machen gegen Halsschmerzen, hätte ich direkt auch noch ein Magen-Darm-Problem und würde mich übergeben. Salzwasser, oh Gott, als wäre man im Meer schwimmen. Ist doch super, für das fehlende Urlaubsfeeling momentan kann man auch ein bisschen Salzwasser schlucken aus Versehen und dann irgendwie wieder auskotzen. Was gibt's noch? Kamillentee oder Salbei-Tee. Okay, gut. Okay, ich nehme doch das Salzwasser. Spaß. Ich mag ja Salbei-Tee. Kamillentee stehe ich jetzt auch nicht in der ersten Reihe, um den abzuholen. Das Thema Ruben gesund pflegen ist jetzt aber erstmal abgehackt. Die Jungs machen sich jetzt erstmal fertig, um dann eben einkaufen zu fahren. Dafür muss man ins Bad. Und wir wissen ja, Jungs-WG und Badezimmer, das fügt sich ineinander wie Halsschmerzen und Salzwassergurgeln. Jeppe und Alex machen sich in Ruhe fertig für den Tag. Auch sie machen sich... Faszinierend. Jetzt wissen wir auf jeden Fall auch, Alex ist auf jeden Fall multitaskingfähig. Ich würde mich das nicht trauen. Ich habe irgendwie echt immer so eine Phobie, wenn ich meine Ohren sauber mache, dass ich mir irgendwann mal mein Trommelfell so pff durchramme. Wenn ich das mit 2 Händen gleichzeitig machen würde, würde ich mit dem einen irgendwann ausrutschen und dann hätte ich halt Ohrenschmerzen. Dann könnte man ja immer noch Salzwasser einfach ins Ohr schütten und dann wäre alles wieder gut. Jetzt werde ich abgeholt wegen meiner Halsschmerzen. Und wer jetzt nicht das Gedächtnis von einer Tomate hat, kann sich noch daran erinnern, dass die Jungs mit dem Boot zum Einkaufen fahren wollten. Das Problem ist nur, der Motor vom Boot muss ja erstmal angehen. Oh. Ja, oh, yeah. Ja, okay, so viel dazu. Warte, lass das nochmal versuchen. Ich halte auf Start, ne? Hast du? Ja. Ja, okay. Das war's dann also mit der Jungs-WG in Amsterdam. Ich hoffe, diese Staffel hat euch gefallen. Jetzt habe ich sie ja mal wirklich tatsächlich ein bisschen schneller durchgezogen als über 2 Jahre hinweg. Spaß. Das ist natürlich nicht passiert. Wer hätte das gedacht? Der Motor lief dann tatsächlich auch kurz, ging aber dann nach einer Zeit irgendwann wieder aus. Ja, es geht nicht. Ich habe einfach nur gesteuert und dann ging der Motor aus und dann ging der nicht mehr an. Mist. So, scheiße. Das kann doch nicht sein. Jeppe, dann zeig doch mal, wie du dich gefühlt hast, als der Motor einfach ausging. Mist, so scheiße, das kann doch nicht sein. Oh, das ist gut, das nehmen wir. Das schneiden wir einfach rein. Das kommt ins Archiv. Das können wir jetzt immer einblenden, wenn irgendwas Ärgerliches passiert. Angekommen beim
Supermarkt. Ja, so ein kleiner Tante-Emma-Laden. Aber ich wusste direkt, dass wir da auf jeden Fall Essen und Trinken finden. Das ist ja der Wahnsinn. Dass die Jungs diese Folge aber auch so viel Glück haben. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich da dabei gewesen wäre. Hätte ich gesagt, so, nee, gut, hier gibt's leider nichts zum Essen und zum Trinken. Wir müssen leider wieder gehen. Kurzer Disclaimer mal wieder. Es gibt jetzt schon wieder ein paar Leute, die sagen so, boah, wie kannst du es wagen, dass du dich über Jüngere lustig machst? Wie niveaulos bist du eigentlich? Ich habe das Gefühl, ich kann es nicht oft genug sagen, dass das absolut nicht ernst gemeint ist. Wenn man in so einem Interviewbereich sitzt und nochmal beschreiben soll, was passiert ist oder was man sich in dem Moment gedacht hat, dann kommen natürlich so komische Aussagen zustande. Ich benutze das nur für Unterhaltungszwecke. Regt euch nicht auf. Schieben wir das jetzt zur Seite. Immerhin hat der Tante-Emma-Laden so das Nötigste. Sorry, ich muss jetzt los. Es ist der Krankenwagen da. Boah, Eis! Stimmt. Eis! Vor allem, guck mal, das ist Ruben, das. Ruben braucht doch Eis. Für Ruben, genau. Ja, Ruben braucht Eis. Ruben braucht das. Ja, genau. Ruben, das ist für Ruben, nicht für uns. Wir nehmen auch nur 3 Packungen, weil Ruben isst dann auch nur 3. Das ist nämlich gut für den Hals, wenn er jetzt hat Eis isst. Fertig mit Einkaufen. Sie haben irgendwie für so einen kleinen Einkaufswagen 200 Euro bezahlt. Das hat die Mädchen-WG im Schnee irgendwie besser hinbekommen mit ihren 3 vollen Toys R Us Speedrun-Einkaufswegen. Was sollen wir machen? Amsterdam ist teuer. Naja, auf jeden Fall befinden sie sich nun auf ihrem Heimweg. Und wir erinnern uns, der Motor ging nicht mehr. Oh nee, Jungs, jetzt müssen wir den ganzen Weg zurückrudern. Stimmt, wie wollen wir nach Hause kommen überhaupt? Ich frage mich auch, was sie sich dabei gedacht haben. Komm, wir nehmen 3 Packungen Eis mit. Wir haben zwar gerade eben gefühlt eine halbe Stunde hingebraucht, aber zurück geht's bestimmt schneller und dann schmilzt das Eis auch nicht. Digga, kannst du das Eis währenddessen einfach so ins Wasser halten? Vielleicht kühlt es das ja dann und es taut nicht auf. Der Motor ging dann aber glücklicherweise wieder. Und zu Hause angekommen, muss natürlich erstmal nach oben geschaut werden. Beziehungsweise ihm das Eis gebracht werden, also den Milchshake. Zurück in der WG schauen Mark und Luke direkt nach dem kranken Ruben. Yo. Wham! Ruben? Yo. Bang! Oh, ja, ihr seid zurück. Wir waren ein. Wow! An jede Wand muss mindestens ein Sticker, ja? Und wir haben Eis mitgebracht. Eis. Bin ich mir nicht sicher, ob das noch Eis ist. Naja, und obwohl er das Eis sofort zu sich genommen hat, wird das mit seinem Hals und seiner Verfassung leider nicht besser. Ärgerlich auch. Mist, so scheiße. Das kann doch nicht sein. Dann bringt das Eis ja wohl nichts und der Rest muss das essen. Mist. Tja, dann hilft natürlich nur noch eins. Bestellen wir doch einen Arzt für 150 Euro nach Hause. Okay, that's possible. You do have to pay, it's like 150 euros, I think, for the doctor to come to you. Oh Gott, wäre ich Ruben gewesen, hätte ich sofort gesagt, so, nee, oh Gott, nein. 150 Euro, da wollen wir aber nur hoffen, dass es keine Männergrippe ist. Apropos Arzt, der Marc hat da ganz schöne Geschichten, die er jetzt auspackt. Bei mir war das auch mal so, dass ich irgendwie was mit der Brust oder so hatte und dann musste ich zum Arzt gehen und der musste dann an die Eier fassen und hat die dann so verglichen und so weiter. Tell me more. Ich weiß nicht, was sagt man da? Föhn? Und? Welches Ei war größer? Alex und Jeppe sind derzeit in der Küche und machen einen Salat fürs Grillen heute Abend. Wollen wir einen Salat machen? Weil wir haben noch extra Sachen dafür. Ja. Sonst kannst du Dressing machen oder sowas. Dressing? Ja. Womit wollen wir denn Dressing machen? Ja, weiß ich nicht. Ja, Milch. Wofür die Milch? Trinkt jeder von euch 20 Tassen Kaffee am Tag oder ist das für das Team? Über der Mädchen-WG. Überall steht Milch rum. Irgendwer bei der Produktion von der Jungs- und Mädchen-WG steht enorm auf Milch, habe ich das Gefühl. Die Milch ist es dann aber leider nicht geworden fürs Dressing. Es hat wohl irgendwer von zu Hause Leinöl mitgebracht. Und jeder, der mal Leinöl probiert hat, weiß, fürs Dressing ist das jetzt irgendwie nicht so das Leckerste, was es gibt. Die haben es trotzdem damit versucht. Und jetzt schmeckt es halt, Überraschung, ein bisschen kacke. Oh. Schmeckt das aber nicht. Aber ordentlich Pfeffer drin, Alter. Aber auch ärgerlich, dass sie kein Olivenöl gekauft haben. Mist. Aber dann lass doch einfach Wassermelonendressing machen. Sie gehen einkaufen, zahlen 280 Euro, haben alles, auch 3 Sorten Eis, außer Olivenöl. So ein wichtiger Bestandteil für alles. Aber Hauptsache, sie haben eine Wassermelone gekauft. Aber sie haben es geschafft, ein Dressing zu zaubern. Dann lass uns das machen. Boah. Ich wäre aufgeschmissen ohne Olivenöl. Ich kann nur dies. Irgendwann sind sie natürlich auch fertig mit Kochen und Zubereiten. Jetzt gibt es aber nur ein Problem.
Der Saustall in der Küche muss ja auch irgendwie weggemacht werden. Alex hat da auch schon eine echt tolle Idee. Weißt du, was richtig cool wäre? Ja. Wenn Mama jetzt hier wäre und alles abwaschen könnte. Ja. Mensch, da freut sich die Mutter, wenn sie das hört. Erinnert mich an die Jungs-WG im Schnee. Zu Hause, ne, läuft das irgendwie anders. Zu Hause spiele ich Playstation und meine Mutter macht das. Schön. Aber die Ärztin ist da, um Ruben abzuchecken. Die Ärztin hat angefangen mit so einem Around-Check, hat erstmal geguckt, so, ob es vielleicht ein Problem mit den Lungen gibt, hat meinen Blutdruck gemessen und so weiter. Und hat mir letztendlich auch in den Hals geguckt und dann bedauerlicherweise festgestellt, dass ich überhaupt gar nichts habe, sondern einfach nur erkältet bin. Ja, das kommt davon, wenn man wild auf Partys rummacht und sich dann überall Viren einfängt. Mist. Okay, es tut mir leid, ich höre jetzt auch auf wegen des Knutschflecks. Das ist natürlich auch alles nur ein Spaß. Er hat tatsächlich wirklich ein Virus, sagt die Ärztin. Und sie empfiehlt sogar, Eis zu schlecken. Dummerweise meint sie aber nicht die drei Eispackungen, die die Jungs für Ruben gekauft haben. I like here ice, yeah, like the, milky ice cream. Milky, yeah, ice cream. I would not recommend that. Mist. Verdammt. Das ist ja jetzt ärgerlich, dann müssen wir das ja jetzt essen. Und ich dachte, Schokoeis mit ganz viel Zucker und Milch hilft gegen Halsschmerzen. Ah. Und zum Abschluss der Folge wird jetzt nochmal der Grill angeschmissen. Und Jeppe schwingt die Grillzange wie noch nie jemand zuvor. Man sieht schon Liebe, diese Kreativität, mit der das Fleisch gebraten wird. Auch das Feuer in Jeppes Augen. Der brennt für das Ding. Der Jeppe, der ist einfach mit Leidenschaft dabei. Da haben sie die Chance auf weitere Wortspiele jetzt aber verpasst. Der Jeppe, Feuer und Flamme, wie er den Grill bedient. Ich sag's dir, der ist richtig heiß drauf. Jungs, der Jeppe würde für uns aber auch echt durchs Feuer gehen. Jeppe, ich glaube, da musst du aber noch ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Okay, das war's dann auch für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Gebt diesem Video auch einen Daumen nach oben. Wenn doch, dann könnt ihr mich hier abonnieren, hier noch ein anderes Video von mir angucken. Und wenn ihr mich abonniert, dann sehen wir uns im nächsten Video. Okay, tschüss.